kommen wir nach einer langen Tour durch den Osten Deutschlands auf Mali zu. Wir sind jetzt in Lübeck, Mali. Hier schauen wir mal, ob sich die Lage gebessert hat. Was so los ist in Mali am 9.06.2012. Zu den Häusern braucht man eigentlich nichts mehr sagen. Die kennt man schon. Interessant ist die soziale Lage. Hat sich das Gefüge geändert? Ist irgendwas besser geworden? Dann zeigen wir das. Hier in Mali. Der Tag neigt sich schon dem Ende. Manche haben schon Licht an. Hier geflaggt. Einige wenige Autos haben geflaggt. Wir haben hier. Ja, nicht jeder hat geflaggt. Das sieht man. Das Haus ist auch schon weiter hier. Das Sozialamt oder was das ist. Den Wald. Hier, jetzt haben wir auch eine ganz neue Kamera. Mit Technik, die auch bei Nacht sehen kann. Ja, Großfamilien hier. Alle Couleur. Mali, Problemviertel, kann man so sagen. Die Probleme sind aber hausgemacht. Man will es so. Dann nehmen wir das so hin. Hier Mali. Altersheim auch noch. Kann man auch wohnen, wenn man alt ist. Prima. Das war's.